Jo, das sieht gut aus. Das sieht kurzfristig aus. Da kommen wir schnell hin. Willkommen zurück. Sind die Aufgaben erledigt? Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähiger Sucher erwiesen. Ravenclaw. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise, bewusste Bewegungen. Mhm. Und jetzt hängen wir fest. Okay. Ein bisschen knapp. Neuen Zauber freigeschaltet. Arresto Momentum. Arresto Momentum verlangsamt die Bewegung von Gegnern und Objekten. Je größer das Ziel ist, desto weniger stark wirkt der Zauber. Sehr gut. Arresto Momentum verlangsamt sowohl Objekte als auch Gegner und verschafft dir dadurch zusätzlich Zeit, um deinen nächsten Schritt zu planen. Ich kann auch ins Menü gehen. So oft wie möglich üben. Vielleicht. Arresto Momentum. Sehr gut. Weiter. Das ist nett. Das geht natürlich wieder nicht. Das ist enttäuschend. Können wir mit dir reden? Madame Kogawa. Hätten Sie einen Moment? Ja, worum geht es? Wahrscheinlich Quidditch. Im Unterricht erwähnten Sie die Quidditch-Mannschaft von Toyohashi. Ja, die Toyohashi Tengu stammen aus Japan. Dominant, bekannt für hartes Training. Sie trainieren an der Maho Tokoro-Schule für Zauberei und kämpfen sowohl gegen die raue See und die wilden Stürme, als auch gegeneinander. Turnierspiele fallen den Tengu fast immer leichter als ihre Trainingsstunden. Sie sind also ein Fan? Ein Fan? Ha! Ich sollte einmal Teil des Teams werden. Und ich wäre eine Tengu geworden, wenn ich nicht Pech gehabt hätte. Und welches Pech hattest du? Wir alle brauchen manchmal Glück. Sollte Können nicht über Pech siegen? Wenn sie so gut waren, dann beendet doch nicht etwas Pech ihre gesamte Quidditch-Karriere. Ich war großartig. Mein Können auf dem Besen hatte nichts damit zu tun, was geschah. Ich wurde von jemand Vertrautem verraten. Mir selbst. Ich konnte nicht klar sehen und habe es bitter bereut. Meine beste Freundin Asuka und ich wurden herangezogen, um im Team zu spielen. Ich als Hüterin, sie als Jägerin. Sie war atemberaubend. Sie hat sich einmal durch drei Spieler geschraubt und gepunktet, bevor sie auch nur gesehen wurde. Aber die Probespiele für die Tengu rückten näher und sie geriet in Panik. Mir wurde das Ausmaß ihrer Panik erst klar, als es schon zu spät war. Sie wollte so sehr, dass wir beide zusammenspielen, dass sie Felix Felicis in unseren Tee schüttete, noch bevor wir unser Können auf die Probe stellen konnten. Ja, das ist halt leider ein klarer Regelverstoß. Flüssiges Glück? Ist das erlaubt? Ist es nicht. Ich wusste innerhalb von Minuten, dass etwas anders war. Ich hatte nie so gut gespielt. Und Asuka spielte schöner, als ich es je zuvor gesehen hatte. Als ich sie später zur Rede stellte, gab sie zu, was sie getan hatte. Ich zog mich aus der Auswahl zurück. Und zwar sofort. Aber es war nicht ihre Schuld. Sie wussten nichts vom Zaubertrank im Tee. Das ist unwichtig. Meine Flugkünste waren nicht meine eigenen. Damit konnte ich nicht leben. Also zog ich meine Bewerbung zurück und erklärte ihnen, warum. Und ich verbrannte meinen Besen. Was war mit Asuka? Musste sie ihren Besen auch verbrennen? Asuka spielte zwei Saisons lang für die Tengu. Sie haben sie nicht gemeldet? Wirklich? Es war nicht an mir, ihr Schicksal zu bestimmen. Ich bestimme mein Schicksal. Und Sie bestimmen Ihres. Vielen Dank, Madame. Ich werde mir diese Worte merken. Gut, ich hätte jetzt vielleicht nicht direkt den Besen verbrannt, sondern vielleicht gesagt, was passiert ist, dass ich das nicht selber war und gefragt, ob ich nächstes Jahr nochmal versuchen kann. Aber gut. Wer bin ich, das zu verurteilen? Aufträge. Kommt, Tierwesen, auf geht's.
Das muss ja auch irgendwo draußen sein. Das kann ja nicht so weit sein, oder? Guck mal, 115 Meter. Das ist doch hervorragend. Auf geht's. Da sind wir, glaube ich, sogar schon vorbeigelaufen. Aber da war noch kein Unterricht. Hallo! Wie schön, Sie zu sehen! Mhm. Dass der sich hier immer in den Matsch setzt. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von Ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy, Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Nun, Miss Sweeting, passen Sie bitte auf! Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Oh, und denk an was Schönes. Ich stell mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Die Tierwesenbürste wird genutzt, um magische Tierwesen zu pflegen. Tipp auf Tee. Gehe zur Tierwesenbürste und ziehe sie auf dein Zauberset. Okay, wir haben quasi einen neuen Zauber. Sehr gut. Statt Confringo. Und jetzt Confringo auf den Knuddelmuff. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Tierwesenfutter wird genutzt, um magische Tierwesen zu pflegen. Derselbe Spaß nochmal mit Futter. Also Arresto Momentum auf den Knuddelmuff. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, wir haben ihn gefüttert. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Und direkt danach die Hippogreife. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlin Mann machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Also, von einem Slytherin hätte ich das ja erwartet, aber was hatten die Ravenclaw da gemacht? Okay, da können wir noch nicht. Können wir mehrere gleichzeitig bürsten? Können wir. Die
die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Ja, dann bist du bei mir falsch. Unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Das Nun, wo ist, so. Ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Das kannst du gerne tun, aber ich will erst sehen, was wir hier noch so haben. Ein Diri-Call. Können wir die auch direkt? Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Das geht schon. Jo. Die Teleport-Dodos quasi. Jo, was willst du? Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Kurz. Kurz, sehr kurz. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Hä? Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Ich würde sie ja gerne sammeln, aber das geht noch nicht. Komm her. Ja, natürlich musst du das. Was ist los? Können wir dich auch bürsten und füttern? Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Ein Hippogreif. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Brut eines Knuddelmups. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Klingt merkwürdig. Vielleicht solltest du das rephrasieren. Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Ich finde Poppy, vor allen Dingen... wohin bringst du mich? Mondstein. Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Ja, Moment, das sieht gerade sehr cool aus. Also vor allen Dingen bei diesen Gewässern muss ich irgendwie immer stehen bleiben. Das ist, gefällt mir. Und die Brücke, die irgendwann in die Luft gesprengt wird. Bleib zurück. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht, du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, und bevor du dich näherst.
verbeugen. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Wirklich? Wie war das mit dem, hätte sich lieber das Ende der Unterrichtsstunde gewünscht, weil es gefährlich? Was hältst du von Wolkenschwinge? War genial, hat mich nervös gemacht, beides. Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen. Aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Verdächtig? Klingt kaum verfänglich. Woran erkennt man denn, ob jemand ein Wilderer ist, außer wenn er gerade versucht, ein Tier zu schnappen? Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das würde ich nicht. Wilderer sind gefährlich. Wäre gut, dem nachzugehen. Beides. Aber man kann den ja zum Beispiel zusammen, also nicht so sehr alleine hinter denen herschleichen und so. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Ja, das geht ja noch weiter mit den magischen Tieren. Das heißt, wir werden uns sicherlich nochmal wiedersehen. Aber bis dahin erstmal wieder hier so ein paar Angriffszauber für die Tierwesen quasi. So, dann haben wir auf jeden Fall das eine erledigt, was ich machen wollte, noch in dieser Aufnahme. Und das andere wäre ja quasi, dass ich noch alle Humora lernen möchte. Bitteschön. Dafür müssen wir da oben zum Hausmeister. Auf geht's. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver. Doch. Been there, done that. Moment. Finden wir auf die Schnelle den Schlüssel hierzu? Ich höre den Schlüssel. Ich höre den Schlüssel immer noch. Und wenn wir schon mal auf der großen Treppe sind, da ist der Schlüssel. Jetzt gehen wir erst runter. Jetzt jagen wir erst den Schlüssel hinterher. Gab es da ja auch noch so ein Becken anzuzünden, was nicht mit Incendio ging. Ich
Ist der Schlüssel jetzt wieder weg? Na, er ist direkt hier. Ja dann, auf geht's. Ja. Das war Glück. Haben wir noch eine Hausmarke. Und mit den Dingern muss doch auch noch irgendwas sein. Ich probiere mal ein bisschen durch. Dann haben wir noch Depulso und den und Levioso und Arreste Momentum. Vorsichtig! Wenn ich außer Gefecht gesetzt werde, verwahrlost die Schule. Mhm. Depulso, Dependo, Levioso, Arreste Momentum. Ich glaube nicht, dass es irgendeiner von denen ist, aber irgendwas muss ja funktionieren. Ja, hatten wir eigentlich schon Incendio, haben wir glaube ich auch schon mal ausprobiert auf den Dingern. Ja, und die anderen glaube ich jetzt auch irgendwie nicht so sehr. Expelliarm, Incendio! Keine Ahnung. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Oh. Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Wir stehen jetzt also den ganzen Tag da, wo wir gehen. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Aber wie? Nehmen Sie den Mond. Ach so. Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Ah. Darum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr. Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich Ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben Sie sich durch Ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguys auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben Ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Die eine kennen wir. Die eine steht, glaube ich, bei Professor Fig. Da hat sie mich abgelenkt. Aber ja gut. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass.
Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohomora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Ja, da ist er ja. Wollte schon sagen, und wo lerne ich jetzt Allohomora? Sehr gut, haben wir das? So, erstmal. Den haben wir einfach hier grundlegend. Gewährt den Zugang zu einer Vielzahl von verschlossenen Räumen und Behältern in der ganzen Welt. Kann aber nur mit magischem Können erfolgreich ausgeführt werden. Wirke ihn mit F, wenn du in der Nähe eines gültigen Schlosses dazu aufgefordert wirst. Alles klar. Das Problem ist natürlich, dass die Dinge auch immer noch unterschiedliche Stufen haben. Heißt, es gibt Stufe 1, 2, 3. Wahrscheinlich können wir erstmal nicht alles davon aufschließen. Allohomora,